Das ist Manpreet Singh. Nach 10,5 Monaten Schwangerschaft erblickte er im Jahr 1995 das Licht der Welt. Ja, obwohl er nicht so aussieht, ist er schon 23 Jahre alt. Nach etwa 6 Monaten hörte sein Körper einfach auf zu wachsen. Er ist 58 cm groß und wiegt gerade einmal 7 Kilo. Der 23-Jährige ist im Körper eines Babys gefangen. Er kann weder laufen noch sprechen. Ärzte vermuten, dass er am Laron-Syndrom leidet. Ein Gendefekt, der zu einer Resistenz gegenüber Wachstumshormonen führt. Um einen Spezialisten aufzusuchen, fehlt der Familie das Geld. Doch selbst wenn sie das Geld hätten und Manpreet wirklich an dieser Krankheit leidet, gibt es dafür bisher keine bekannte Heilung. Die Familie hat das Schicksal des Kleinen akzeptiert. In seinem Dorf halten ihn die Gläubigen für die Inkarnation einer Gottheit. Heute begrüßt er seine Gäste mit Handschlag und bietet ihnen einen Platz an. Und auch auf der Straße ist er gerne gesehen. Leute bitten immer wieder um ein Foto mit ihm oder erhoffen sich seinen Segen. Trotz dieser Krankheit erwartet der Junge ein langes Leben, da sich diese nicht auf seine Gesundheit auswirkt.